willkommen zu einer neuen Folge von Dickkopf TV. Ich bin Joshua und das ist Jona und wir beide sind die Moderatoren von diesem YouTube-Kanal. So, heute haben wir zwei Comics im Angebot und zwar beide im Bereich Spider-Man einzuordnen und da haben wir einen tollen Comic, den ich ehrlich hervorheben muss und zwar ist das nämlich Spider-Man liebt Mary Jane. Highschool-Drama. Eine kurze Info dazu, das ist aus dem Label Panini Inc., was für Jugendliche gedacht ist, um den Comics näher zu bringen. Aber das heißt nicht, dass Erwachsene das nicht auch lesen können, weil diese Storys da drin einmalig sind. So viel erstmal, by the way. Wir starten jetzt erstmal direkt mit der Story. Und zwar haben wir hier nämlich ein typisches Mädchenproblem. Damit kennst du dich aus, ne? Ich kenne mich immer damit aus. Ne? So. Und zwar, Liz möchte nämlich, dass Mary Jane und Harry Osborn ein Date haben. Eine coole Idee und gleichzeitig möchte sie mit Flash Thompson auch ein Date haben. Also praktisch so ein Doppeldate, würde ich mal sagen. Genau. Man muss dazu sagen, dieser Harry ist ein Mädchenschwarm und deswegen ist er auch ziemlich beliebt und deswegen möchte halt die Liz auch, dass Mary Jane mit ihm zusammenkommt. So, jetzt kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, oh, wie sieht so ein schönes Date eigentlich aus, ne? Und man kann eigentlich sagen, grundlegend ist dieses Date auch ganz gut gelaufen, ne? Man hatte ein schönes Restaurant und hat dort auch gut gegessen, es waren wirklich tolles Treffen, nur dann kommt man zu dem Punkt, dass vielleicht die Jungs jetzt mehr anspricht und zwar gibt es nämlich ein Zugunglück und Mary Jane stirbt fast und das ist wirklich so ein Punkt, wo ich echt sage, geil, ne? Ich fand vorher so ein bisschen das Date, das war interessant, aber das war nochmal, würde ich sagen, das wirkliche Highlight in diesem Comic, besonders weil Spider-Man vorbeikommt und Mary Jane rettet. Und an dem Punkt an ist Mary Jane wirklich so weit, dass sie sagt, sie ist verliebt in Spider-Man und sie will ihn eigentlich auch auf ein Date einladen und mit ihm halt einen schönen Abend haben. Nur, wie schafft man bitte das mit einem Superhelden ein Date zu haben? Das ist wirklich eine schwere Aufgabe und da wird sie echt viel zu tun haben, sagen wir mal so. Da, wie sie es schafft oder ob sie es überhaupt schafft, das verrate ich euch nicht, das ist in diesem Band dann zu finden. Aber Mary Jane hat natürlich gleichzeitig noch andere Probleme. Und zwar einmal braucht sie Geld. Sie sucht sich einen neuen Job, das heißt natürlich aber auch weniger Zeit. Ihr Privatleben leidet natürlich ziemlich drunter. Und ja, Harry ist ja auch noch da. Mit dem hatte sie ein Date. Was ist mit ihm? Macht man mit dem Schluss oder waren sie überhaupt richtig zusammen? Das erfahrt ihr wirklich alles in diesem Band. Der Autor ist Sean McKeever und der Zeichner ist Takeshi Miyazawa. Das ist ein Kanadier, der auch schon im Hause Marvel, ja, der lebt wirklich in Kanada und der macht recht viel für Marvel. Dort könntet ihr euch auch einfach reinlesen. Steht auch hier in diesem Band, was die beiden Künstler bisher gemacht haben. So, insgesamt kommen wir hier auf 268 Seiten für nur 19 Euro. Also an alle Jugendlichen oder Eltern, holt das für eure Kinder oder holt es für euch. So, jetzt kommen wir zum zweiten und letzten Band in dem heutigen Video. Und zwar auch aus dem Bereich Spider-Man. Ja, wir haben schon den ersten Band aus der Reihe 2099 vorgestellt und dieser Band heißt Neue Helden braucht die Zukunft. Und dieser Band gefällt mir tatsächlich noch mehr als der erste Band, weil ich da so ein bisschen verwirrt war teilweise durch die Storyline, wo halt sich damals der Hammer von Thor durchgezogen hat als Leitfaden. Aber persönlich mir gefällt der Band halt besser, weil er auch am Anfang direkt mit Action startet. Ja, das und, ist gut, finde ich. Also, ja. Gehört halt zum Comic dazu. Also, wie schon gesagt, wir schreiben das Jahr 2099 und wir sind in Transverse City. Das ist eine Stadt, die nur aus Straßen besteht. Selbst die Häuser sind immer in Bewegung, haben Rollen, fahren darum, so wie das Rathaus zum Beispiel. Und eine kurze Frage, gibt es da dann auch viel Stau? Das wird da tatsächlich nicht gesagt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und es gibt
auch verschiedene Schichten. Also die Leute, die unten, also ganz unten, das ist nämlich mehrstöckig, die Straßen, wer unten wohnt, noch. Der ist, ja, sind die Armen, die Piraten, die Gangster, die Bösen. Und ja, da gehen wir natürlich erstmal hin in dieses, da sieht man dann auch direkt so dreckige Straßen, ganz viele arme Menschen, runtergekommene kleine Lädchen, die auch unterwegs sind. Und ja, man sieht halt eine Motorradgang. Diese möchte einen LKW überfallen, der, weil sie daran denken, dass da Energiezellen drin sind, mit denen sie ihre Motorräder betreiben. Und da machen sie sich halt große Hoffnung. Und man muss sagen, diese Menschen sind ein bisschen wie Cyborgs. Also sie können zum Beispiel, der eine, der hackt die Sicherheitsprotokolle von diesem LKW, indem er ein Kabel hier oben irgendwo an seine Schläfe reinsteckt und das dann auch in den Computer macht. Und dann ist er wirklich mit seinem Körper auf so einer digitalen Ebene. Und die anderen, die gehen halt in der Zeit, nachdem er das geschafft hat, da rein und werden aber enttäuscht, weil sie keine Energiezellen finden, sondern einen ausgeschalteten Killerroboter. Wirklich eine riesige Maschine, die halt ausgeschaltet ist, und da sind sie dann natürlich auch erstmal von den Socken und wollen ihn halt mitnehmen. Aber währenddessen sind wir dann in diesem Rathaus, wie ich schon gesagt habe, wo halt dieser LKW war ein Transporter von den Reichen und auch von der Stadt. Und die wollten diesen Roboter halt woanders hin schaffen. Und weil sie dachten, dass niemand von dem erfährt, haben sie ihn halt unten fahren lassen. Und ja, jetzt bleibt ihnen eigentlich nur noch übrig, die Selbstzerstörung einzuleiten, weil sie nicht wissen, wie sie sonst reagieren sollen. Und der Vater von dem, der sich in die Sicherheitsprotokolle reingehackt hat, muss im Endeffekt entscheiden, ob er seinen Sohn in die Luft springt oder halt nicht. Und er entscheidet sich tatsächlich dafür. Und tötet damit auch seinen eigenen Sohn, bereut das aber auch im Nachhinein. Und der Hacker, ich nenne ihn jetzt Hacker, der stirbt dabei auch und landet dann in einer digitalen Hölle, nenne ich es jetzt mal. Und da erscheint ihm der Teufel, und der Teufel sagt, ich kann dir dein altes Leben zurückgeben. Also zumindest, ich kann dich wieder in die Welt zurückschicken, aber nur, wenn du dann für mich arbeitest. Und er nimmt das Angebot an. Doch er wacht nicht in seinem Menschenkörper auf, sondern in diesem Roboter. Was für ihn natürlich echt ein Schock ist, und er möchte dann auch irgendwann, ist er halt erstmal verwirrt und möchte auch Rache an seinem Vater, weil er dann herausfindet, dass das sein Vater war. Doch wie das Ganze endet und was aus ihm wird, also auch aus dem Killerroboter, das erfahrt ihr in diesem Band. Ja, die Autoren sind Chip Zdarsky, Jody Hauser und Nick Spencer, und die Zeichner sind Damien Puquero, Gerardo Sandoval und Marco Castioli, und der Band hat 164 Seiten, also ein durchschnittlicher Band von Panini, also durchschnittliche Dicke, nicht durchschnittlich gut, und kostet 19 Euro. Also ich bin sehr zufrieden mit diesem zweiten Band dieser Reihe, ja, und habe mich auch echt über die Story gefreut. So, das waren heute unsere beiden Spider-Man Comics. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr lesen, hören oder sehen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei, und zwar www.dickob.de mit Doppel-K und Doppel-P. Dort findet ihr vieles mehr rund um die Dickob-Redaktion, rund um uns. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da, schreibt uns aber auch gerne Kommentare oder abonniert unseren Kanal, damit ihr immer up-to-date seid, was gerade neu von uns ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wieder treffen. Bis dahin, macht's gut, ciao! Tschüss!